Moin Moin und herzlich willkommen auf der Niemandsland im LS22 mit einer neuen Folge. Kommst du am Baum vorbei? Bitte, 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 kommt da nicht. Ja, ich weiß. Jetzt kommst du dran vorbei. Ah, ich hab doch gesagt, der kommt vorbei. Gut. Wir sind immer noch mitten in der Rapsernte. Und können auch endlich unsere Mühle mal wieder zum Laufen bringen. So, Drescher abtanken. Deutz anschmeißen. Denn ist das nämlich auch schon mal so weit. Genau. So. Der wird ja nicht ganz leer werden, der Drescher. Aber wir haben ja noch ein Rapsfeld. Da kann er gleich weiter dreschen. Das kann er auch mit CP machen. Und ein Getreidefeld. Das haben wir auch noch. Das müssen wir an diesem Ingame-Tag dann auch noch abernten. Aber erstmal, ich bin der Meinung, hier war das Riesenrapsfeld. Ja, nicht am Schneidwerk. Genau, Raps. Wunderbar. Das werden wir doch mal runterpflücken. Und das läuft. Alter Schwede. Das rattert aber. So, den kriegst du einen Kurs verpasst. Ja. Das ist doch. Machst mir bitte drei Vorgewendebahnen. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. So, wir kippen nochmal den Raps in die Ölmühle. Ah, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Läuft doch. Ja, fahre ich rückwärts rein. Da muss ich da beim Öl da die Paletten nicht wieder hin und her schieben. So, einmal ausleeren. Haben wir die Produktion eigentlich schon gestartet? Ja, haben wir. Haben auch wieder den ersten Raps. Ja, yep, kipp ab, kipp ab, kipp ab. Wunderbar. Dann ab zum Drescher. Der ist ja jetzt relativ schnell voll, habe ich gerade bemerkt. Oder hat er sich irgendwo jetzt aufgehängt? Ich hoffe nicht, dass er sich da irgendwo festgefahren hat. Nö, er drischt noch. Hat aber auch schon wieder 42%. Also jetzt können wir fahren. Jetzt können wir echt fahren. Jetzt wird der Drescher wahrscheinlich genauso schnell voll werden, wie wir abfahren. Obwohl es nur Raps ist. Und der Drescher eigentlich nicht so schnell voll wird. Was hast du? Ah, Bäumchen. Hast du gefunden? Er hat gefunden, Baum. Ich
bin jetzt einfach immer radikal. Die Bäume kommen weg. Ich habe da, wenn ich den Punkt finde, eben da ist er. Wenn ich den Punkt finde, weißt du, dann kommen die kleinen Bäume jetzt am Feldrand weg. Da habe ich, nö. Zack. Belastet zwar meine Performance, aber egal. Na komm. Ja. Geht doch. So, nächster Wegpunkt. Du kannst weiter dreschen. Habe ich recht? Ich habe recht. Mitten im Staub. So. So, fahren wir mal nicht auf unser Land und tanken den noch mal ab. So. Wir haben ja leider immer noch keinen großen Kipper. Da fehlt ja noch einiges. Ah, dann gucken wir erstmal nach den anderen. Du bist hier halt fast fertig. Hey, er ist in der zweiten Vorgewendebahn. Mann, oh Mann. Bisschen brauchst du noch, ne? Gut, dann würde ich sagen, tanken wir jetzt trotzdem noch mal den Drescher ab, damit wir uns gleich um den Deutz kümmern können. Na, gib Gas. Noch vor den Bäumen, bitte. Gib sie mir? Gib sie mir? Gib sie, gib sie, gib sie mir? Ja, so wird das nichts. Da kannst du knicken. Das war ja wohl mal gar nichts. Gut, hier sind nochmal Bäume. Hier ist eine kleine Lücke. Schaffen wir das hier? Gleich wieder das Rohr verdellt. Und ich bin voll. Fahr ein, fahr ein, fahr ein, fahr ein. Fahr doch bitte das Rohr ein. Jawohl. Als wenn er das geahnt hätte. Jetzt komme ich hier aber nicht weg, ne? Außer ich fahre quer durch den Wald. Gut, dann lassen wir den eben kurz mal hier stehen. Wir müssen nämlich in der letzten Bahn. So. Nein, nicht zusammenklappen. Genau, dann machen wir nämlich gleich nochmal die Ecken sauber. Dann kann der Deutz hier gleich von mir aus auch Sonnenblumen anpflanzen. Eigentlich brauchen wir Zuckerrüben, aber Zucker auf Zucker möchte ich jetzt gerade nicht so unbedingt. Was war das denn? War das auch nochmal Raps? Nee. Ja, oh, ist auch nochmal Raps. Also dieses Jahr liegen wir echt im Raps. So, die Ecke ist sauber. Machen wir die Ecke hier noch mal sauber. Ja, voll hier.
Weiß gerade gar nicht, müssen wir das kalken? Ich glaube nicht. Müssen wir gleich mal nachschauen, ob wir das noch einmal vorher kalken müssen oder ob wir direkt jetzt drauf anpflanzen können. Ich hoffe ja direkt drauf anpflanzen. So, letzte Ecke nochmal sauber ausgruppern, hätte ich beinahe gesagt. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Brauchst du jetzt Kalk oder nicht? Nö. Kein Kalk. Wunderbar. Dann holen wir doch mal die Einzelbohren, beziehungsweise der Drescher hat sich gerade wieder festgefahren. Warum hat er sich festgefahren? Weil ich den Zaun wunderbar platziert habe. Okay. Kann passieren. Den habe ich so wunderschön ans Feldrand gesetzt, dass er da nicht mehr durchkommt. Wunderbar. So. Nächste Bahn. Und dann kannst du hier weiter dreschen. Mist, jetzt habe ich den, glaube ich, schon. Jetzt fährt er gleich ins dritte Vorgewende, oder? Was sag ich? Soll es aber im zweiten bleiben. Jetzt aber. Genau. Jetzt bin ich auch soweit. Und wir jetzt die Seemaschine. Dann wird ja das nächste Feld schon angesät. Den Grupper würde ich jetzt noch nicht waschen, weil damit würde ich zur Not noch mal ein anderes Feld gruppern, um dann noch eins anzusehen. So. Ah, komm nicht hin. Jo. Da ist auch noch ordentlich Saatgut drin, das ist gut. Müssen wir da erstmal nichts kaufen. Kann er direkt loslegen, hier Sonnenblumen anzupflanzen. So. Einmal ab. Na, fast. Hätte ja klappen können. Jetzt aber. Ein Kurs, genau. Hat er gut erkannt. Machst du mir bitte 3 Vorgewände. Erster Wegpunkt, dann bist du schon mal beschäftigt. In der dritten Vorgewendebahn, das geht ja ruckzuck. Ich habe gedacht, das dauert noch viel länger, aber ganz ehrlich, ne? Gib Gas. So, dann müssen wir uns jetzt, hätte ich beinahe gesagt, auch beeilen, damit wir den Kipper wieder leer kriegen. Wie viel passt eigentlich in die Produktion rein, in die Ölmühle? 144.000 Liter. Also noch zwei. Da passt alles rein, was wir abernten. So viel haben wir gar nicht angepflanzt.
dann kann die erstmal dauerhaft laufen. Bis das Öl alles verarbeitet ist, das dauert ja auch ein bisschen. So. Und einmal bitte abgeben. Aus der Ernte in die Ernte. So. Da ist auch wieder leer. Dann müsste doch jetzt eigentlich ein im Wachstum, genau. Sonnenblumen im Wachstum, das ist doch schon gut. Einen Wachstumsstatus haben. Oh, der Drescher wird voll. Bei dem Getreidefeld wird es noch schlimmer abzufahren. Na, wo bist du? Ach, da hinten bist du. Dann komme ich dir doch noch mal entgegen. So, 91, dass du auch gleich weiterarbeiten kannst. Ohne irgendwie anhalten zu müssen. Ah, gib mal her. Jetzt fährt er gleich ab in die dritte Vorgründebahn. Gib mir mal nochmal deine Ruhe. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, ist für heute Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen restlichen Abend noch. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder alle mit dabei seid. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Schlaf, hätte ich beinahe gesagt. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.